Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video, in dem es über den neuen in Deutschland letzte Woche Donnerstag erschienenen Film über Steve Jobs geht. In Amerika kam der Film schon vor circa einem Monat in die Kinos. Worum es geht, natürlich ohne groß zu spoilern, und wie ich ihn finde, erfahrt ihr nach dem Intro. Mein Name ist Tim, viel Spaß! Vier Jahre ist es jetzt her, dass Steve Jobs gestorben ist, und in diesem Jahr kommt dann jetzt der zweite Film über ihn in die Kinos. Der erste Film über Steve Jobs mit Ashton Kutcher als Steve Jobs fanden viele Kritiker, unter anderem auch ich, nicht besonders gut. Dieses Mal wird Steve Jobs von Michael Fassbender gespielt. In weiteren Rollen sind Kate Winslet als Joanna Hoffman, Seth Rogen als Steve Wozniak und Jeff Daniels als John Scully. Das Drehbuch schrieb Aaron Sorkin. Der Amerikaner schrieb auch das Drehbuch zum Film The Social Network. Dafür bekam er sogar einen Oscar. Danny Boyle hat Regie geführt. Wer jetzt aber glaubt, der Film wird die ganze Geschichte Apples erzählen, der liegt falsch. Ich denke auch, die ganze Geschichte würde niemals in einen Kinofilm passen. Eine Serie wäre da schon sinnvoller. Grob gesagt geht es in dem Film um drei Keynotes und die Geschichte, die um diese und während diesen Keynotes geschehen sind. Die erste Keynote ist die legendäre Macintosh Keynote 1984. Dann die eher wenig bekannte Keynote von Next im Jahr 1988 und die iMac Keynote im Jahr 1998. Damit sich die Szenen möglichst reell anfühlen, hat der Kameramann Alvin Küchler für jeden der drei Akte anderes Filmmaterial verwendet. Der erste Akt 1984 wurde mit einem 16mm Film aufgenommen, der zweite Akt 1988 mit einem 35mm Film und der letzte Akt, der 1998 spielt, mit einer hochauflösenden Digitalkamera. Als erstes muss man festhalten, dass Michael Fassbender nicht sehr viel Ähnlichkeit mit Steve Jobs hat. Das ist aber überhaupt nicht schlimm. Seine schauspielerische Leistung in dem Film ist herausragend. Er hat sich so gut in die Rolle des Steve Jobs versetzt, dass man denkt, er steht vor einem. Aber auch Kate Winslet, die PR-Beraterin Joanna Hoffman spielt, und Jeff Daniels haben einen sehr guten Job gemacht. Das Beste an dem Film sind sicherlich die Dialoge. Die Dialoge folgen wie aus einem Maschinengewehr geschossen. Jedoch macht jeder der Sätze im Kontext Sinn. Viele deutsche Pressevertreter haben sich bei der Aufführung im O-Ton beschwert, weil sie den Film wirklich schwer verstehen konnten, da die Dialoge so schnell sind. Danny Boyle lässt den Schauspielern viel Raum, sich in den Dialogen auszutoben. In Steve Jobs geht es nicht vorwiegend um die Produkte von Apple oder die von Next, sondern eben um die Person Steve Jobs. So viel kann ich schon mal verraten, Steve Jobs kommt in dem Film charakterlich echt nicht gut weg. Zwischendurch denkt man sich nur, was ist das nur für ein Arschloch? Genau aus diesem Grund hat Tim Cook den Film ja auch kritisiert. Jedoch hatte Jobs ja auch viele schlechte Seiten. Ob es jetzt so schlimm wie in dem Film war oder sogar noch schlimmer, kann ich natürlich nicht bewerten. Ich finde, Sorkin hat aber genau wie bei The Social Network einen Mittelweg gefunden, sodass man nicht aus dem Kino geht und Hass auf Jobs hat. Der Film erklärt, warum viele Steve Jobs als Genie bezeichnen, obwohl er eben kein Programmierer oder Designer war und viele Produkte von ihm gefloppt sind. Apropos gefloppt, in Amerika wurde der Film bereits aus 2072 Kinos geschmissen, da er nicht die gewünschten Einspielergebnisse eingebracht hat. Steve Jobs ist dieses Jahr auf jeden Fall auf meiner Top 5 Liste. Wer also einen etwas tiefgründigen Film sehen will, sollte sich Steve Jobs anschauen, egal ob Apple-Fan oder nicht. Für alle, die dieses Social Network schon nicht mochten, wird dieser Film nicht sein. Habt ihr den Film schon gesehen und wenn ja, wie findet ihr ihn? Schreibt es gerne in die Kommentare. Da können wir dann diskutieren. Vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss.